Hey du, das Projekt ist ein Mehrteiler. Ich verlinke dir mal den Teil 1 unten in der Videobeschreibung. Jetzt geht's weiter mit dem Teil 2. Ja, hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Also mittlerweile ist der Korpus fertig. Es ist alles getrocknet. Ich habe jetzt schon die ganzen Holzverbindungen außen nochmal geputzt. Und wir können jetzt im zweiten Teil weitermachen mit den Schubladen. Für die Schubladen habe ich jetzt schon mal grob ausgemessen, wie groß die sein müssen, und ich werde jetzt entsprechend mal die Schubladenfronten zuschneiden, und sobald wir die haben, kümmern wir uns dann quasi um den Rest von der Schublade. Bei den Schubladenfronten müssen wir ziemlich genau arbeiten, weil wenn die nachher nicht passen, dann sieht das echt furchtbar aus. Das heißt, ich habe mir hierfür jetzt auch zum Sägen so einen kleinen Klotz hier hingeklemmt, dass ich einen sauberen Anschlag habe, und ich habe jetzt gerade nochmal nachgemessen für die Breite der Schubladenfront nehme ich hier quasi den äußeren Zahn, also der auf meiner Seite herüben ist, und messe das genau an, und das sind bei mir 27,4, was die Schublade an Breite braucht bei der Front, und dann schneiden wir uns jetzt das Stück raus. Die Schubladenfront passt hier wirklich ganz präzise rein. Ich werde jetzt dann entsprechend mit dem Hobel minimal außen noch was abputzen. Und hier oben sehen wir, es ist links so ein halber Millimeter mehr Spalt als rechts. Da glaube ich, habe ich einfach nicht ordentlich genug gearbeitet und keinen perfekten 90-Grad-Winkel. Das heißt, ich werde jetzt hier auf der Seite einfach noch ein bisschen was mit dem Hobel abnehmen, dass die Fuge wirklich gerade ist. Das heißt, da mache ich mir mal eine Markierung her und hobel mal ungefähr so ab da, und dann passen wir das entsprechend ein. Also wichtig ist hier wirklich mit Gefühl zu arbeiten und nur so minimalste Mengen abzunehmen. Also seht ihr, was ich hier an Löckchen mitnehme. Das ist quasi homöopathisch. Dann probieren wir es lieber nachher gleich nochmal, ob es dann passt. So, jetzt wenn er nochmal schaut, jetzt das Brett lose eingesetzt, aber jetzt ist die Fuge oben ziemlich exakt. Das gleiche machen wir jetzt dann mit der zweiten Schublade. Okay, die zweite Front ist jetzt in gleicher Art und Weise eingepasst. Das heißt, auch die ist auf allen Seiten sehr exakt gearbeitet und hat oben den kleinen Spalt. Und der ist ungefähr so groß wie der von der zweiten Front. Als nächstes kümmern wir uns darum, dass wir den Rest von der Schublade machen, und dafür nehme ich einfach die restlichen Plattenverschnittstücke her, die wir von der Rückwand haben, weil das ist 8 mm Pappelsperrholz, das ist eigentlich ideal und das müsste eine sehr stabile Schublade geben. Die Schubladen ausschauen. Was wir jetzt noch machen müssen, ist an den ganzen Verbindungskanten Falze einfräsen, dass wir die dann entsprechend zusammenstecken können. Totalen Mist gemacht habe beim Falze anlegen, beim Falze anfräsen, dann müsste jetzt eigentlich da eine echt schöne Schublade rauskommen. Ich habe schon gesehen, also da steht noch eine Mini-Faser über, die werde ich noch schnell abputzen.
einigermaßen hält, dann nehme ich erstmal so Klebeband her, mache sie beim Gärungen verleimen und klebe mir die Sachen mal fest vorher. Dann glaube ich, ist das weniger Experiment. Verleimen wir die zweite. So, also der erste Schubladen ist fertig verleimt. War gerade schon mal probiert, also der passt ganz präzise rein. Jetzt werden wir noch schnell die zweite Schublade verleimen und dann muss man sowas überlegen für die Griffe zum Rein- und Raustun. Die passt sogar noch schöner zusammen als die erste. Die, glaube ich, können wir gleich ohne Zwingen verleimen lassen mit dem Klebeband drauf. Das müsste eigentlich auch schon halten. Einfach so eine Leiste, nur kurz um die Mitte anzuzeichnen. Quasi mit beiden Ecken drüber. Jetzt nehmen wir uns mal einen großen Forstnerbohrer und setzen den da mal an. Hier so ein kleines Leisten und setzen das entsprechend hier. Zweiten Schublade ist jetzt auch ziemlich trocken. Was jetzt noch mache, ist, ich gehe hier nochmal über die Falze drüber und mit dem Schleifklotz und schaue, dass die auch wirklich schön plan sind, dass die Schublade nachher gut rein und raus läuft. So, dann kommt der spannende Moment. Welche? Okay, da hat jetzt noch das hier unten. Naja, da ist noch ein kleiner Überstand. Den muss ich noch schnell aufnehmen. So, also jetzt habe ich die zweite Schublade auch eingepasst. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch ein bisschen so abschließende Kosmetik betreiben. Ihr seht, da sind so ein bisschen Flecken drauf und sowas. Das muss man jetzt noch wegnehmen, aber dann ist alles gut. Jetzt müsst ihr mal hinhören, wie gut die Schubladen passen. Achtung! Würdest du pfeifen richtig beim Rein- und Rausgehen vom Luftzug, weil die so schön dicht sind? Das heißt, dann mache ich jetzt nur noch ein bisschen Abschlusskosmetik und dann haben wir es.